Oh, Palmarillos. Also, es geht ab. Scheiße, ich habe nichts gekauft. Ich habe nichts gekauft. Ich habe nichts gekauft. Kwang wurde gebufft und genervt. Meiner Meinung nach wurde Kwang im Generellen gebufft. Aber Support Kwang wurde genervt. Und ich bin der Meinung, dass Support Kwang jetzt nicht mehr so geil ist wie sonst. Was ja eigentlich auch gut ist. Oder, na, was heißt gut? Er ist ja kein Support. Also eigentlich sollte er kein Support sein. Man sollte schon Support auf der Support Lane spielen. Nichtsdestotrotz habe ich ihn sehr gerne gespielt als Support. Und ja, jetzt gucken wir mal. Es geht nicht mehr so weit. Also es geht nicht mehr so weit. Aber es geht schon noch weit. Moin Deadstone, was geht? Okay. Und es kostet jetzt ordentlich viel mehr Mana. Es kostet jetzt 70 Mana auf jedem Level, die Q. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Der Twinblast kassiert hart von der Decker. Was ist denn da los? Mach doch mal die Minions weg, Digga. So, ihr seht, es kostet jetzt ordentlich mehr Mana, weil das war vorher ein Vorteil von Kwang, dass sein Tether kaum Mana gebraucht hat. Okay, du bist tot. Was, ich weiß nicht, was er tut. Kann er nicht einfach normal farmen? Oh, Twinblast. Oh, sie hat mich gestunt. Hm. Deswegen habe ich jetzt auch mit dem Mana-Stein angefangen, als erstes Item. So, da ist ein Tether drauf. Also die sind echt krank aggressiv. Ich weiß nicht, warum Twinblast nicht einfach farmen kann. So. Okay, mehr Last jetzt für mich. Okay. Eigentlich ist Twinblast der aggressivere von den Carries hier. Jetzt sind die auch Level 3. Ich krieg ab. Ja, schade. Ich hab nur die Minions erwischt. Der Twinblast ist full life. Ich bin jetzt Level 3. Man muss halt mit Kwang erst Level 3 werden, damit er wirklich krass ist. Okay. Ich lasse ihm mal einen Ward da. Ich lasse mal hier zwei Wards, damit der jetzt nicht gegankt wird. So, den Ward stelle ich mal da hoch. Man, wenn der Jungler durch den River geht, sieht man es ja meistens von der Midlane aus. So. Gut. So, da haben wir jetzt noch ein bisschen mehr Mana-Rack. Am Anfang war es halt besser, weil ich konnte ohne Mana-Rack starten und konnte mit hier einem Codex anfangen. Dann hat meine Q und mein Rechtsklick natürlich immer direkt ein bisschen mehr Damage gemacht. Was natürlich sehr, sehr gut war am Anfang. Jetzt muss ich halt mit Mana-Rack anfangen, damit ich genug Mana habe, um die Gegner immer wieder tethern zu können. So, ich finde, die sollten das erhöhen, dass man die Master Skins nicht so früh bekommt. Also nicht so schnell. Sondern, dass man ein bisschen länger dafür farmen muss, weil jeder rennt mit einem Master Skin rumgefühlt. Und irgendwie ist das langweilig. So, wo ist Sparrow? Sparrow ist rechts, hat gewardet. Swamp. So. Ich habe halt sehr lange Cooldown auf meinen Attacken. So, die gehen zum Gold. Nehmen mal ein bisschen Schaden in Kauf. Ja, scheiße. Das eine habe ich verpasst. Ja, machen wir die Minions hier noch kaputt. Oh, scheiße, habe ich auch verpasst. Ich bin mal gespannt, wie sich seine Ultimate anfühlt jetzt.
mit dem Patch. Weil die soll ja jetzt eine bessere Hitbox haben. Piu! Piu! Gut. Ich habe keine Wards und mein Ward im Jungle ist leider schon weg. So, der Jungler ist aber... Nee, rechts ist der Midlaner. Oh, da haben wir einen Flash raus. In 30 Sekunden der nächste Ward. So, Twinblast muss chillen ein bisschen. Ah, guck mal, jetzt kassiert er ein bisschen mehr. Oh, what? Hä? Hat der, hat mein Schwert noch im Boden gesteckt gerade? Max kriegt einen Kill. Egal, in 4 Sekunden kann ich wieder. 4 Sekunden kann ich. Ich habe ja auch 10 Ability Haste. So, ich habe auch wieder ein Ward. Mal kurz aufpassen. So, ich stelle den mal dahinter. Damit ich sehe, ob der Jungler an seinem White Camp ist oder nicht. So, Level 5. Sparrow ist ganz, ganz weit hinten. Okay, mach einfach eine Attacke drauf. Das ist halt auch geil. Ich kann die halt aus dem Fernkampf relativ easy festhalten. Und mein Carry kann dann relativ easy draufschießen. Gut, er hat hier gewardet. Das ist top. Missing Mid, ne? Die Mitte ist noch da. Guck mal, der Grux ist jetzt an seinem Camp. Da müssen wir uns jetzt zurückziehen. Aber das ist gut zu wissen. Dann behalte ich jetzt auf jeden Fall mein Tether, weil ich will ja jetzt nicht, dass der Grux jetzt hier hinkommt und uns gankt. Und ich will ihn ja möglicherweise aufhalten. Der hat da gewardet. Goldbuff ist ab. So, wir haben unseren Grux hier auch auf der Seite. Aber noch haben wir da gewardet. Ich hab verkackt. Komm, den halt dann rein. Ich habe erst meinen Rechtsklick gedrückt, bevor ich mein Schwert wieder hatte. Irgendwie ist das komisch seit dem Patch. Deadstone ist am Zocken und Chillen, das Übliche. Sehr geil. Du lebst wie ein Rockstar, Junge, sag ich dir. Goldbuff ist noch ab. Er geht back. Okay, alles klar. Dann mache ich dir die Last Hits. Ich übernehme. Also wenn ihr supportet und der Carry geht back und ihr könnt vorne bleiben, dann seht auf jeden Fall zu, dass ihr auch die Last Hits euch holt. So, die gehen jetzt zum Goldbuff. Bin jetzt Level 6. Gut, die habe ich. Ja. Die hat ordentlich kassiert, aber Sparrow hat auch geultet, also alles cool. So, ich würde jetzt in den Tower reinpushen. Und den Goldbuff machen. So. Da ist es perfekt gelaufen. Die Minions sind genau in den Tower reingelaufen. Das ist sehr gut. Und ich kann weggehen und mir das erste Item holen. Ich habe Marshall genommen, damit fange ich immer gerne an bei Kwang. So. Und dann gehe ich, glaube ich, auch noch auf ein bisschen das hier. Der Twinblast muss aufpassen. Weil ich fange mit Marshall an, weil das gibt mir Magical Power, was ich brauche. Es gibt mir Base Mana Rack, was auch sehr, sehr geil ist für mich, damit ich auch regelmäßig meine Attacken machen kann. Und es gibt mir Ability Haste, was ich ja auch mit Kwang haben möchte. Und das Geile ist, es gibt uns beiden, also mir und meinem ADC, mehr Attack Speed. Und wir wollen Attack Speed haben. Twinblast will auf jeden Fall Attack Speed haben. Okay. So, die habe ich erwischt. Sehr gut. Kleiner Trick. Oh. Sehr gut, der hat kassiert. Ah, guck, Kwang kann nichts machen, weil es ist... Crunch kann nichts machen, weil Kwang Support. Es ist ein Kwang Support. So, wo ist denn der Grux hin?
Die hüpft jetzt. Hau sie um. Er haut sie nicht um und stirbt. Sehr gut. Ja, eine Tümblast-Ulti hätten wir gebraucht. Hat er leider nicht mehr. Ich hatte leider keine Ulti. Ich hätte nichts mehr machen können. Ich wäre reingeultet, hätte ich noch eine Ulti gehabt. Aber wie ihr seht, war keine Ulti mehr am Start. Ich habe auch keine Wards mehr am Start. Wobei ich halt auch backporten könnte, um mir meinen Crest zu holen. Deadstone arbeitet doch hart daran, dass sein Leben so bleibt. Nice. Ich könnte mir nochmal Mana und Leben holen. So. Ah, ich habe meinen Crest noch nicht fertig. Scheiße, ich dachte, ich hätte meinen Crest fertig. Wann habe ich meinen Crest fertig? Noch 60 Gold. Hm, okay. Passt schon. Decker war rechts. Der Twinblast hätte eigentlich farmen können. Hat wenig Mana, deswegen geht er back. Enemy Tower under siege. Alter, guck dich den Schaden an. Die hat aber auch keine Energy-Rüstung. Die hat Physical Armor und keine Leben gebaut. Das heißt, die Decker können wir eigentlich ganz ordentlich doll aus dem Leben rausquieseln. Bleib jetzt mal kurz hier, weil jetzt kriege ich noch einen Erfahrungspunkt vielleicht. Nee. Dann mache ich das mal so, dass der Twinblast sich hier in Farm erhaschen kann. Hasch, hasch. Hasch, hasch, Twinblast, hasch. So. In 3 Sekunden habe ich wieder. Und let's go. Nein! Okay, Decker ist natürlich ein guter Counter gegen mich, wenn ich ehrlich bin. Weil immer, wenn ich sie unpressuren will, also mit meinem Dash auf der E, dann kann sie mir einfach eine Kugel an den Kopf schmeißen, dann stehe ich da. Ähnlich wie gegen Steel. Also ich finde, Decker ist ein sehr guter Counter auch gegen den Steel. Eigentlich eine Nabisch natürlich auch. Haha, die sind beide da reingelaufen. Ist das geil. Ja, noch das Minion kaputt. Wir können hier schnell Gold holen, weil die müssen die Minions im Tower deffen. So. Und das Geile halt an Marshall, warum ich es baue, weil ich krieg mehr Attack Speed. Und ein bisschen Attack Speed auf Kwang ist sehr, sehr gut, weil deine Passive macht ja, dass du weniger Cooldowns auf deinen Attacken hast, je öfter du zuschlägst. Ne? Also deine Auto-Hits reduzieren deine Cooldowns. Und deswegen willst du mehr Auto-Hits haben. Okay. Gut. Crunch ist da. Musste flashen. Da war der Cage leider am Start. Aber was soll's. Na, springen wir hinten runter. Ui, 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 ui. Die rennen hier zu dritt auf der Lane rum. Twinblast portet ganz gemütlich back. Okay, so, ich hole mir die Last Hits. Immer wenn der Carry weg ist, schnappe ich mir die Last Hits. Grux geht auf die Midlane. Also Kwang fühlt sich doch jetzt ein bisschen broken an, meiner Meinung nach. But we will see. So, ich muss jetzt auf jeden Fall den Raptor gewardet halten. Wir hätten ihn eigentlich schon längst machen können und müssen. Ich warde mal hier. 1000 Gold auf der hohen Kante. Mal gucken, ob wir irgendwas baiten können. Twinblast wardet den Jungle sehr gut. Dann gehe ich mal zum River Buff. Weil ich will nicht, dass der Gegner sich den holt. Das Schild kann ich nämlich gebrauchen. 288 Schild. So, Decker ist am Start. Ich glaube, die haben hier keinen Ward. Doch da haben. Ist Decker. Ah, sie hat gedewardet. Okay, die ist Half-Life. Miss all ihre Attacken. Hier ist Sparrow.
Komme ich nicht dran, wenn er sie von... Nee. Okay, ich hätte mein Crest ready. Das würde ich dann doch schon gerne haben. Und mein Brimstone. Brimstones, we are Brimstones. Ich gehe mal auf Leaf Song. Normalerweise kann man die Stiefel benutzen. Oh, Twinblast, sorry, aber das war dein Problem. Normalerweise kann man die Stiefel benutzen, um rein zu chargen. Und dann kannst du nämlich sofort dein Schwert werfen und dann Rechtsklick und alles drauf. Nichtsdestotrotz... Oh, Grux ist hier. Es kommt keiner. Let's go. Hä? Wo ist er hin? Er ist tot. Er ist mit dem Raptor gestorben. Okay, wir kommen da raus. Scheiße. Junge, was macht ihr, Alter? Was ist das? Wo ist Twinblast? Ja, das war Fail. Ich hätte alleine nichts machen können. Twinblast ist back, also Twinblast vorher gestorben und der Crunch ist weggeportet. Das war alles ein bisschen Fail. Aber gut, also das ist auch ein bisschen Jungle Diff. Der muss sagen, wann es an den Raptor geht. Natürlich können wir das mit der Duo Lane auch so ein bisschen beeinflussen. Aber nichtsdestotrotz ist das die Aufgabe des Junglers, mit seinem Smite an den Raptor zu gehen. So, Rux rennt da, der hat kein Interesse, den Tower hier zu deffen. Dann nehme ich mir doch die 250 Gold gerne mit. Weiß nicht, ob Grux jetzt hier hinkommt. Der ist da hinten. Da müssen wir aufpassen. Ich habe keine Wards mehr. Twinported back. Ich kann mir Fire Blossom gönnen. Ich sollte es eigentlich wieder relativ schnell zur Lane schaffen. Let's go. So. Wir sind ein Raptor behind, wir sind ein Kill vorne, aber wir haben unseren Tower. Und wir haben rechts den T1 auch schon, der Stil. Ist relativ hosi-mosi. 002. Agent 002. So. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Ah, man sieht, die Reichweite ist ordentlich genervt von Kwang. Man kann jetzt sein Schwert nicht mehr so weit werfen. Aber ich finde es gut. Also, es macht mehr Sinn. Dass Kwang sein Schwert so weit werfen konnte, fand ich ein bisschen wild von Anfang an. So. Also, das Item hier muss man nicht unbedingt bauen. Fire Blossom. Das kann man sehr gut weglassen in dem Bild. Als Kwang Support. Meiner Meinung nach. Aber ich baue es trotzdem gerne. Weil eigentlich brauchst du ja nicht unbedingt Wave Clear. Aber ich mag die physische Rüstung. Und ich mag halt auch so ein bisschen den Extra Damage, wenn ich am Gegner dran bin. Den er dann bekommt. So. Und das Item ist natürlich umso krasser, Marshall. Also es ist erstens relativ günstig und zweitens kriegen alle Bonus Magical Damage on Hit. Ich weiß aber nicht, wie viel. Das finde ich ein bisschen scheiße, dass es nicht dabei steht. Also alle kriegen Bonus Magical Damage on Hit und Attack Speed. Und das Geile ist, man bekommt das ja auch gegen Objectives. Also man bekommt das ja auch, wenn man einen Raptor killen möchte oder einen Prime. Und dann kriegen halt alle 20% mehr Attack Speed. Und das ist dann da schon mächtig, um eben ganz schnell Objectives clearen zu können. Ja, und man bufft eben das komplette Team. Da ist Grux. Ich muss auf meinen Boy aufpassen. Was macht ihr?
Sie wollte es. Aua. Da kommt einfach so ein Strahl aus der Wand. Sie wollte es clearen. Ah, sie hat Magic Armor gebaut, oder? Nee. 300 Leben hat sie nochmal gebaut. Und Tenacity. Oh, ich weiß nicht, ob ich zur Mitte rotieren muss. Der Crunch kriegt ganz schön auf die Fresse vom Crunch. Vom Grux. Der Crunch vom Crunch. Mhm. Läuft der jetzt in seinen Jungle? Jo. Na, Alter. Okay, aber er hat auch sein Flash raus. Also haben wir nicht einen Flash weniger im Team. Jo. Also die haben dreimal Energy Damage, zweimal physisch. Gegen physisch habe ich jetzt schon was. Ich gehe dann nochmal auf Energy Rüstung. Und kaufe mir die Maske, weil die gibt mir ein 25 Magical Armor. Und dann gehe ich nochmal auf zweimal Leben, weil je mehr Leben ich habe, das ist halt ganz gut, weil Flux Matrix gibt 300 Leben. Und das hier gibt ja auch nochmal 300 extra Leben. Und je mehr Leben ich habe, desto mehr Damage macht Fire Blossom. Das wird hart. Der Carry ist nicht dabei, der Carry rotiert. Ja, Steel ist rechts oben tot, durch Gideon aber. Also der zweite Raptor sollte uns gehören, sehr gut. So, dann gehe ich jetzt mal wieder zu meinem Twin Blast. Gold Buff ist ab. Ich wollte so. Dann kann er sich ja selbst ganz schnell holen. Dann nutze ich die Zeit und warde den River. Gut, dass wir den zweiten Raptor haben, weil hätten sie den dritten bekommen, wäre es übel. Ach du Scheiße. Ich gehe um die Ecke, will einen Ward stellen und es sind drei Leute da. Das war natürlich ärgerlich, da hätte ich nichts gegen machen können, weil ich musste warden. Was heißt, ich musste warden? Ich wollte da warden und jo, hab dann halt kassiert. Das ist halt manchmal so ein Ding. Manchmal kommst du in der Ecke und genau da sind dann halt die Gegner, da kann man nichts gegen machen. Das hätte selbst ein Profi passieren können. Weil ohne Wards hast du keine Vision und ohne Vision kannst du keine Wards stellen. Ein Teufelskreis. Let's go. Allied Tower under attack. Also der Grux macht schon ordentlich Damage. Aber Sparrow natürlich auch. Ich meine, Sparrow muss Damage machen. Sie kann nichts anderes außer raufholzen. Gut, dass sie meinen einen Ward da haben stehen lassen. So. Wir warden, dass wir auf jeden Fall immer wissen, wo Grux ist. Wir wissen jetzt nicht, wo Grux ist. Doch, Grux ist auf dem rechten, der rechten Lane. Da rotiere ich doch mal schnell hin. Boah, der Crunch kriegt so viel Damage. Let's go. Er ist tot. Hören wir noch was? Hier ist Gideon. Ich habe ihn nicht getroffen. Ach, die haben auch einen Quang. Let's go, let's go. Oh, Jump 10. Sehr gut, die ist auch tot. Wir haben. Oh, einer muss links. Okay, er geht links. Lass uns die Lanes pushen. Ah, hier leben alle wieder. Das ist scheiße. Wir können nichts machen.
Wir können hier nichts machen. Ich warte mal hier. Ich warte den Prime, damit die den jetzt nicht auszusehen machen. Und dann gehe ich mir meine Flux-Matrix holen. Flux-Matrix, auch ein sehr geiles Item auf Quang. Okay. Der Crunch sollte mal Rüstung bauen. Was hat denn der gebaut? Mhm. Er hat Rüstung gebaut, bisschen. Inip kriegt bisschen Damage. Ja, Flux-Matrix, genau. Ist ein sehr gutes Item, weil es gibt mir Leben, was cool ist für meine Fireblossen. Dann mache ich mehr Schaden und ich halte natürlich auch mehr aus. Ich krieg Magical Armor. Ich habe auf meiner Fire Blossom 45 Physical Armor drauf und hier kriege ich nochmal 40 Magical Armor. Und ich kriege Ability Haste, weil als Quang willst du jede Menge Abilities machen. Und deswegen brauchst du Ability Haste auf jeden Fall. Und der einzigartige Effekt ist ja, dass... Ui, Moment. Nope. Schnappt ihr das? Da kann ich ihm nicht helfen. Hm. So, der dritte Raptor spawnt. My bad. Okay, raus, 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 raus. Bin blast, let's go. Barrel tot. Okay. Boah! Ich bin hinterher geultet! Ich bin durch sein Portal durchgeultet! Ah, Twin Blast kann da hingehen. Und wir machen Raptor. Howitzer? Warum smitet der denn jetzt schon? Okay, der ist, glaube ich, neu im Jungle. Okay. Er gibt uns den Raptor sehr gut. Ich weiß nicht, warum der am Anfang schon gesmitet hat. Das war ein bisschen lost. Twin Blast muss... Fuck. Muss hier alles selber machen. Wenn die Minions in den Tower laufen, wird's übel. Twin Blast hier, das ist dein Farm. Gut. Okay, jetzt können wir gucken, was wir noch brauchen. Elafrost ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ist halt, gibt halt nochmal mehr Rüstung und dann kann ich die Gegner mit stunnen. Ich gucke jetzt mal, ob ich Anti-Heal brauche. Könnte man bauen. Was auch ein offensives Item wäre, ein gutes, ist Oathkeeper. Ich glaube, ich gehe jetzt auf das. Weil Oathkeeper ist auch ein sehr geiles Item für Quang. Warte. Weil es gibt euch Magical Power, das heißt, ihr macht viel mehr Damage. Ihr kriegt Leben. Leben lässt euch überleben. Und mit mehr Leben kriegt ihr eben mehr Damage bei Fire Blossom. Und ihr habt nochmal 25 Ability Haste, dass ihr eure Attacken noch häufiger machen könnt. Ihr könnt auch einen Time Warp bauen. Theoretisch. Das wäre auch noch eine gute Möglichkeit. Um eben auf guten Damage zu kommen. Aber ich gehe jetzt einfach mal auf Oathkeeper. Also, viele Wege führen nach oben. Man muss halt immer gucken, braucht man Anti-Heal, braucht man Stun, braucht man Tenacity. Was ist es, was man aktuell braucht? So, Notify, Tactics. Nee. Alert. Wo macht man nochmal? Notify, Talk. Notify, Wards. Ward or Prime. So, die haben... Oh, er spielt mit... Er spielt mit Typhoon, sehe ich. Mhm. So, die rushen in die Mitte. Da gehen wir direkt mit. Crunch geht rein, kriegt jetzt einen Stun-Up, ist tot. Twin Blast, aufpassen. Ich muss auf meinen Twin aufpassen hier. Zur Not bin ich am Start. So, also die Plays macht momentan so ein bisschen unser Stil, habe ich das Gefühl. Ja.
Okay. So, Cooldowns warten, 6 Sekunden. Dann kann ich wieder. So, und wenn ich hier die Minions schlage. Oh ja, komm, Prime. Sehr gut. Hab hier einen Ward. Rechts pusht halt zu uns durch. Aber wir schaffen das schon. Und jetzt ist es halt richtig geil, meinen Marshall zu besitzen. Denn jetzt machen alle 20% mehr Attack Speed oder haben mehr Attack Speed. So, kommen alle safe raus. Ich hoffe doch. Ich habe keinen Bock, dass das jetzt direkt in den Tower pusht. Aber ihr seht, Kwang Support auf jeden Fall mehr als viable. So, dann kaufe ich mir jetzt hier das Item. Gibt nochmal mehr Leben und Magical Power. Alles, was wir brauchen. Also, das, so wie ich spiele, ist vielleicht das Fire Blossom nicht das richtige Item. Weil eigentlich will ich nicht vorne drin stehen die ganze Zeit. Oh. Das war my bad. Das wollte ich nicht. So, Twin Blast kann sich hier Farm holen. Twin Blast holt sich da hinten Farm. Weil, wie gesagt, eigentlich will ich mit dem Bild gar nicht so vorne drin stehen, sondern eher einmal reindashen und sofort wieder rausdashen. Also rein, Knock-up, alles zünden und dann rausgehen. Aber sie haben ihn jetzt ja schon ein bisschen so gestaltet mit dem letzten Update, dass er ein bisschen länger drin bleiben kann. Sehr gut, Sparrow ist tot. So, und jetzt sollten wir uns gleich den dritten Raptor holen, aber lass uns links den T2 mitnehmen. Wir haben Blink raus. Rechts, 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 rechts. Nein, mein Ulti kam nicht mehr durch. Ich hätte gedacht, der stirbt schneller. Was macht denn der Crunch da? Nein, Digga, geh doch aus dem Tower raus. Ah, jetzt sind ganz viele Leute tot. Howitzer sprengt sich weg. Wir haben Init bekommen, sehr gut. Wenn die den Kwang killen, schieß doch bitte auf den Grux. Ah, er trifft nicht so gut. Ulti? Hat er keine. Minion stehen im Weg. Sehr gut, der ist tot. Geht den Raptor machen. Lass uns das sauber runterspielen. Die spawnen alle wieder. Die spawnen alle wieder. Macht den Raptor. Geht Fangtooth machen. Es sind 3 Leute tot, die haben keinen Jungler. Wir auch nicht, aber wir sind gleich 4 Leute wieder im Raptor. Weil ich bin nämlich auch da. Oh, Twin Blast, let's go, komm. Nicht trödeln. Ja, ich kann das nicht shoppen. So, einmal dashen. On my way, wir sind zu viert. Der Jungler ist auch auf dem Weg. Wir müssen rechts daffen. So, gib mir das Ding. Herrlich, gut. Einmal resetten. Also ich wäre gerne noch ein bisschen tankiger. Ich könnte noch einen Time Warp bauen oder einen Worldbreaker. Dann würde ich nochmal ein bisschen Tenacity bekommen, Leben und nochmal ein bisschen mehr Damage machen. Ich gehe jetzt einfach auf das Item hier und dann hat sich's eh erledigt mit Shoppen, weil dann fehlt nur noch ein Item. Worldbreaker ist auch ein sehr, sehr starkes Item auf Kwang. Weil es gibt dir Magical Power, was du brauchst. Tenacity ist auch gut, damit du halt nicht so schnell weggeburstet wirst. Dann bist du weniger gestunt. 300 Leben ist auch auf jeden Fall nicht schlecht. Und der Effekt ist, dass du mehr magische Schaden machst. Also 4% von deinem Bonusleben als magische Schaden. Und da wir eigentlich auf allen Items bis auf Marshall Bonusleben drauf haben, passt es eigentlich relativ gut. Oh. Damage, sehr gut. Da kann auch ein Grux nichts mehr machen.
Top, top, top. Minions. Wir haben keine Minions. Gideon ist am Ballern. Oh, lass die Decker mal links pushen. Die soll den T2 holen. Nee, nee, nee. Die will uns so ablenken. Okay. Ah, der hat mich erwischt. Mach mir ein Schild. Alles cool. So. Steel kommt mit seiner Armee in den Tower. Sehr gut. Der hat sein Schwert verballert. Decker ist backgeportet, hat jetzt den Howitzer natürlich nach hinten verlegt, um eine Überzahlsituation zu schaffen. Hat aber nicht funktioniert, weil es sind mittlerweile schon zwei tot von denen. Prime ist ausgelaufen. Der fliegt weg, der Typ. Der ist auch tot. Wir haben keine Minions, lass uns die Minions holen. Sind mein Crest. Mach mir ein bisschen Schild. Und da ist der Win. Das Geile an dem Crest ist, das macht ja, wenn ich das aktiviere, kriegen wir weniger Schaden. Wir kriegen 10%, glaube ich, weniger Schaden für eine kleine Zeit. Und das ist natürlich sehr, sehr geil. Also so spielt man Kwang Support. Ich hoffe, ihr probiert es auch mal aus. Das macht auf jeden Fall ordentlich Bock. Und ist eine geile Sache. Hallo Sonja, was geht? Mir geht's wunderbar. Ich bin noch ein bisschen krank. Aber ich habe Iran und von daher kann nichts mehr schief gehen heute. Ah, ist halt ein sehr offensiver Support, muss man auch sagen. Ist jetzt so ähnlich wie Bellica oder ein Sarus oder sowas. Ist schon relativ offensiv. So, gucken wir mal, was wir an Schaden gemacht haben. 18.000 mehr als der Twin Blast. Also wir haben 3 Kills mehr als unser Twin Blast. Wir haben 3 Assists mehr als der Twin Blast und wir haben 2000 Schaden mehr als der Twin Blast. Ja. Was willst du da noch sagen? GG.